Hallo liebe Freunde meines Kanals, heute wieder ein Synology Video und zwar meine Top 11 Einstellungen für die Synology, die die Performance und die Sicherheit erheblich verbessern. Echte No-Brainer und ich hoffe, ihr habt Spaß an diesem Video. Ja, gehen wir also gleich ins Control Panel und hier auf File Services. Und bleiben wir gleich bei SMB, denn hier haben wir unsere erste Einstellung, nämlich per Default ist Enable Transfer Log angeschaltet. Ich mache das mal an und ihr seht hier die Standardeinstellungen, die Synology denkt, sind okay für euch. Aber mal ganz ehrlich, wenn man nicht wirklich nach einem bestimmten Problem oder nach einer bestimmten Sache sucht, macht es keinen Sinn, die Transfer Logs überhaupt anzuschalten. Ich würde also empfehlen, die unbedingt auszulassen oder eben, wie ihr es gerade gesehen habt, einzuschalten, aber dann eben diese Log-Settings. Ich mache das mal, dann auf Log-Settings zu gehen und dann hier auch das entsprechend auszudünnen, um genau das zu suchen, was man auch, wofür man sich interessiert. Ansonsten ist es echter Performance- und Speicherfresser. Denn wenn man sich das mal anschaut hier, ich habe jetzt hier auch keine Logs zum Anzeigen, aber für jede Dateibewegung wird im Prinzip was mitgeschrieben und das macht einfach überhaupt gar keinen Sinn, sich damit überhaupt was ans Bein zu binden, außer, wie gesagt, man hat eine größere Umgebung oder man sucht irgendwo ein bestimmtes Problem und möchte das beheben, dann natürlich die Logs anschalten, aber dann auch bitte wieder dran denken, die wieder auszustellen. Permanent mitlaufen lassen, denke ich, ist ein Speicherfresser. Wir bleiben im Bereich SMB und gehen jetzt hier auf Advanced Settings und jetzt schauen wir mal hier auf das Minimum SMB Protokoll und auf das Maximum SMB Protokoll. Minimum sollte auf jeden Fall dann SMB 2 sein. Sollte hier SMB 1 bei euch ausgewählt sein, bitte korrigiert das. SMB 1 ist ein absolutes No-Go, das ist uralt, das hat Fehler, das ist angreifbar, sollte also auf jeden Fall verbannt sein. Ihr sollt auf jeden Fall SMB 2 ausgewählt haben an dieser Stelle. Wenn da, wie gesagt, SMB 1 steht, man kann das mal machen, wenn man zum Beispiel irgendwelche Clients hat, die wirklich nicht kompatibel sind, irgendwelches uralt Zeugs, was man irgendwie anschließen muss, dann kann man das mal für eine Weile verwenden. Aber dann muss man wieder unbedingt dran denken, das wieder zurück auf SMB 2 zu stellen. Wie gesagt, SMB 1 ist wirklich dermaßen alt, dass man es überhaupt nicht mehr verwenden müssen sollte. Ja, genau. Und in dem Fall also wirklich das ändern. Dritte Einstellung, die ich empfehlen würde. Wir bleiben genau in diesem Fenster und da seht ihr hier Transport Encryption Mode. Das, wenn man hier zum Beispiel das auf Force stellt, dann wird die Datenverbindung zwischen eurem Client und eurem NAS verschlüsselt. Das ist keine gute Sache sein, aber das ist natürlich, und das kann man sich sehr leicht vorstellen, ein ganz erheblicher Overhead für beide Seiten und führt natürlich zur Verlangsamung jedes File-Transfers. Wenn man also kann, dann sollte man das entweder auf Disable setzen oder auf Client-Defined. Wenn man merkt, es gibt Probleme mit der Sicherheit im Netzwerk, kann man das mal zeitweise auf Force setzen. Aber wie gesagt, das ist natürlich ein echter Overhead und wer auf Geschwindigkeit angewiesen ist, setzt das auf Disable. Vierte Einstellung, die ich empfehlen würde, ist genau im gleichen Bereich und gleich unter der vorigen Einstellung, nämlich Enable Server Signing. Auch hier haben wir es mit einem echten Overhead zu tun. Hier werden praktisch alle Transfers zwischen dem Client und dem Server signiert. Ja, das macht schon irgendwann mal Sinn, kann man sich vorstellen, wenn man im Internet wäre oder wenn man eine unsichere Umgebung hat. Aber das hat natürlich auch wieder einen riesen Overhead und ich würde auch empfehlen, das auf dem Standard zu lassen, nämlich auf Disable. Wenn unbedingt sein würde, würde ich sagen Client-Defined, dann kann man das eben von seinem Client, also von seinem PC aus oder von seinem Mac aus, dann entsprechend veranlassen. Aber ich würde sagen, in normalen Umgebungen darf man das und sollte man das durchaus auf Disable lassen. Ja, die fünfte Einstellung, die ich euch nahelegen möchte,
findet sich im gleichen Advanced Settings Fenster, aber unter Others. Und wenn man jetzt hier ein bisschen nach unten scrollt, findet man den Schalter Enable Asynchronous Read. Der ist, soweit ich weiß, per Default aus, aber man kann ihn durchaus auf einschalten, denn das, wie der Name schon sagt, erlaubt es, dass Lesevorgänge asynchron stattfinden können. Das heißt, man wartet praktisch nicht, bis der vorherige Vorgang aufgehört hat, zum Beispiel ein Schreibvorgang, sondern man kann schon mit Lesevorgängen und anderen Sachen anfangen. Und das macht natürlich schon komplett Sinn. Es sind ja Computer, die können Multitasking, die können schon durchaus asynchron arbeiten. Also hier durchaus anschalten, das ist es wert. Ja, wie gerade gesagt, also das Ding hat natürlich auch, sorgt dafür, dass die CPU auf eurem NAS ein bisschen mehr zu tun hat. In der Dokumentation steht, dass es im Wesentlichen bei 10 Gigabit Netzwerken Vorteile hat. Aber ich denke, das kann nichts schaden, das auch bei langsamen Netzwerken einzusetzen. Denn alles, was in irgendeiner Form die Performance verbessern kann, ist ja auch durchaus willkommen. Ja, die Einstellung Nummer 6 befindet sich hier im gleichen Reiter quasi. Und zwar Do not reserve disk space when creating files. Normalerweise, wenn ich eine Datei erzeuge auf meinem NAS, dann reserviert das Gerät gleich den entsprechenden Speicherplatz auf Disk und belegt den sozusagen. Das ist natürlich ein Overhead. Wenn ich diese Option ausschalte, dann wird praktisch die Existenz der Datei sofort bestätigt und der benötigte Speicherplatz wird natürlich erst nach und nach während des Schreibens belegt. Ganz im Gegensatz zu dem, was eigentlich standardmäßig stattfindet, eben, dass zuerst der Speicherplatz belegt wird sozusagen, um sicherzustellen, dass ich die Datei auch zu Ende schreiben kann und dann erst den Schreibvorgang beginne sozusagen. Das hat beides so seine Vor- und Nachteile. Wenn ich natürlich absolut sicher sein will, dass ich genügend Speicherplatz für die Datei habe, dann lasse ich das natürlich auf Standard. Ansonsten, wenn ich damit leben kann, dass praktisch, und ich weiß, ich habe genügend Speicherplatz, sagen wir es mal so, dann kann ich das eben ausschalten und eben dann auch hier verbesserte Performance genießen. Für die 7. Einstellung, die ich euch empfehlen würde, bleiben wir genau hier wieder in unserem File-Services-Bereich. Und dabei geht es hier um AFP, das ist Apple File Protocol, das geht jetzt praktisch nur die Mac-User unter euch an. Schaltet das Ding aus. Es ist veraltet, es wird von Apple nicht mehr gepflegt, es ist auch angekündigt, dass es irgendwann mal nicht mehr weiter unterstützt wird. Dann findet man es auch nicht mehr in den im File-Protokoll auf euren Macs und irgendwann wird auch Synology das Ding beerdigen. Lieber jetzt ausschalten und dafür sorgen, dass ihr auf SMB umsteigt, das funktioniert ganz genauso gut und dann eben auch keine Sorgen haben, dass, wenn das mal abgeschaltet wird, dass man da in die Röhre schaut. Ja, die 8. Einstellung, die ich euch da erlegen möchte, befindet sich ebenfalls unter File Services, aber hier unter dem Reiter Advanced. Und das ist der allererste Punkt, nämlich Fast Clone. Der ist standardmäßig ausgeschaltet und ich frage mich ehrlich gesagt, warum? Denn das ist eins der Killer-Features von BTRFS und das sollte man natürlich auch verwenden, wenn man eine neue Synology hat, die das auch unterstützt. Enable File Fast Cloning ist das absolute Killer-Feature. Und zwar, was verbirgt sich dahinter? Wenn ich jetzt zum Beispiel Dateien kopiere, zum Beispiel einen ganzen Folder oder auch nur eine einzelne Datei von A nach B, weil ich das für einen anderen User brauche, weil ich das für mich aus irgendwelchen Sicherheitsgründen brauche oder ich will an einer Kopie davon arbeiten, dann ist Fast Cloning absoluter Wahnsinn. Denn dabei werden praktisch nicht die Dateien Datei für Datei kopiert, sondern nur quasi die Referenzen auf diese Dateien und das, was drinsteckt natürlich. Was bedeutet das? Wenn ich einen Kloner habe, den ich nicht weiter verändere, braucht er praktisch keinen weiteren Speicherplatz auf meiner Disk, sondern braucht praktisch nur einen weiteren Verwaltungseintrag, der dann auf ein anderes Verzeichnis oder auf einen anderen Speicherort verweist. Das ist so dermaßen cool. Wenn man sich jetzt aber überlegt, okay, jetzt will ich mal eine Datei oder einen Teil einer Datei ändern, dann belegt das Ding Speicherplatz und dann muss BTRFS hergehen und sagen, okay, jetzt diese Datei wurde geändert. Aber dann bezieht sich das nur auf diese eine Datei in diesem Klon.
Ja, das ist ja das Faszinierende daran. Und das heißt, selbst wenn ich von einem größeren Dateibaum, sagen wir mal einem Git-Repository oder sonst irgendwas, nur ein paar Dateien ändere, dann habe ich nur diese Dateien entsprechend dann, für diese Dateien habe ich dann entsprechend Speicherplatz belegt. Das hat noch weitere Vorteile, wenn man sich mal überlegt, das ganze Backup-Wesen und so weiter. Ich brauche keinen zusätzlichen Speicherplatz im Backup. Ich muss nur die File-Referenzen entsprechend updaten. Wenn ich einen Restore mache, muss ich nicht alle Sachen x-mal wieder runterladen von meinem Backup, um einen Restore dann durchzuführen. Das Ding ist einfach der Brecher. Und das sollte man also wirklich auf jeden Fall einschalten, wenn man BTRFS nutzt. Und absolut keine Frage, das ist ein Performance-Gewinn ohnegleichen. Schade, dass Synology da geschlafen hat und es nicht per Default einschaltet. Die neunte Einstellung, die ich euch ans Herz legen müsste, ist eine echte Security-Einstellung. Die finden wir unter Security, Protection und Autoblock. Autoblock ist meines Erachtens ein Feature, mit dem man mit geringem Aufwand große Sicherheitsvorteile sich erzeugen kann. Man kann zwar vertrauen, dass wenn man zum Beispiel sein NAS nicht mal im Internet bekannt gemacht hat, dass man doch da eigentlich ganz sicher sein sollte, was sich im LAN tut. Aber überlegt mal, wenn einer von den LAN-Clients, von einer von diesen Computern sich irgendwie ein Virus oder eine Malware einfängt, die irgendwo wild in unserem Netzwerk rumsteuert und versucht, auf irgendwelche Speicherorte zuzugreifen, dann wird auf einmal so ein Autoblock unglaublich wertvoll. Ich würde gar nicht mal viel hier einstellen. Das sieht schon eigentlich ganz gut aus. Wenn man sicher sein will, dass auch wenn irgendwie intern mal wieder was passiert ist, jemand hat sein Passwort vergessen oder sonst irgendwas, dann kann man hier auch eine Block Expiration dann einstellen und dann kann man hier, sagen wir mal, nach einem Tag das wieder freigeben. Wer Angst hat, sich selbst auszusperren, weil viel experimentiert wird, der kann zum Beispiel dafür sorgen, dass der entsprechende Computer, der entsprechende Client vom DHCP-Server immer die gleiche Adresse bekommt und kann die dann entsprechend hier in eine Allow-Liste eintragen und dafür sorgen, dass man selber niemals ausgesperrt wird. Andernfalls, falls man das vergessen haben sollte, kann man ja relativ, wenn man im Laden ist, leicht dafür sorgen, dass man eine neue DHCP-Adresse bekommt und schon kann man wieder weitermachen. Also es ist alles kein großes Problem. Und wenn die Synology tatsächlich aus dem Internet erreichbar ist, zum Beispiel IMAP oder POP3 oder SSH oder sonst irgendwelche Sachen, dann ist dieses Autoblock ein absolutes Muss, denn diese Brute-Force-Attacken, die laufen einfach ständig durch. Da kann man überhaupt nichts machen. Ja? Also im Prinzip ist tatsächlich Autoblock die einzige Möglichkeit, der Sache einigermaßen Riegel vorzuschieben. Und natürlich dafür sorgen, dass man sichere Passwörter hat. Schön lang, schön random und dann kann eigentlich da auch nicht viel passieren. Auf jeden Fall einschalten und hier, wenn man wirklich sicher sein will, nach einem Unblock nach einem oder zwei Tagen kann ich schaden. Apply. Wenn man schauen will, was hier eigentlich passiert ist, dann kann man hier auf die Blockliste drauf schauen und da sieht man dann tatsächlich, was hier alles drin sich angesammelt hat in diesem Pool. Und wenn sich jemand beschwert, hey, ich komme nicht mehr auf mein NAS drauf und das ist eine berechtigte Anfrage, kann man hier reinschauen und dann kann man das auch aus der Blockliste wieder rauswerfen und der oder diejenige kann dann weiterarbeiten. Die zehnte Einstellung, die ich euch empfehlen möchte, ist, den SSH-Service einzuschalten. Das findet ihr unter Terminal und SNMP, unter dem Reiter Terminal, dann den Schalter für Enable SSH-Service einschalten. Den Port würde ich nicht ändern. Ganz einfach. Angenommen, eure Synology ist über SSH aus dem Internet erreichbar, dann laufen die Portscans eh durch und die Script-Kiddies, die finden den SSH-Port sowieso. Ich sage immer, Obscurity is no security. Es kann vielleicht ein bisschen länger dauern, bis man drauf kommt, unter welchem Port eure Synology über SSH erreichbar ist, aber das finden die eh raus. Viel wichtiger ist es, vernünftige Passwörter zu haben und möglicherweise über
einen privaten öffentlichen Schlüssel hier für Sicherheit zu sorgen und nicht über irgendwelche Portgeschichten. Ja, die 11. Einstellung, ich weiß nicht, wie man das mit zwei Händen darstellen soll, vielleicht so. Das bezieht sich auf die Recycling Bins. Ihr wisst, wir haben hier im Shared Folder Bereich, gehen wir hier mal auf Docker, das Thema Recycling Bin. Ich habe das jetzt hier bei Docker absichtlich disabled, aber zum Beispiel beim Documents Folder habe ich es enabled. Das hat halt den Vorteil, wenn jemand eine Datei löscht, dann landet die automatisch erstmal in der Recycling Bin, also im Abfalleimer, und man kann die sich dann wieder rausholen. Und das ist schon eine schicke Angelegenheit, ist aber nicht, natürlich kein Backup oder keine echte Sicherheit. Man muss halt lernen, vernünftig und sicher mit seinen Dateien umzugehen. Wenn man tatsächlich irgendwo was experimentieren will oder man sich nicht sicher ist, dann gibt es bei BTRFS eben die Möglichkeit, diese Snapshots zu machen. Ich zeige euch das ganz schnell. Der Snapshots Replication Teil ist hier zu finden. Ich habe es euch gerade gezeigt. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, dann legt doch einfach einen Snapshot von eurem Shared Folder an. Der frisst kein Brot. Das ist, der wird praktisch nur dann mehr Speicherplatz anfordern, wenn man Dateien im Snapshot ändert. Dann ist es sicher. Ansonsten, wenn man die Änderungen getestet hat und sich sicher ist, dass alles okay ist, kann man den Snapshot wieder ohne Gefahr löschen und alles ist beim Alten. Also ich würde sagen, diese Recycling-Bins, die haben ihren Sinn, aber naja. Lange Rede, kurzer Sinn. Viele Nutzer von Synologies, die lassen diese Recycling-Bins verlaufen im Prinzip. Und es gibt keinen Prozess im Standard, der dafür sorgt, dass diese Recycling-Bins regelmäßig ausgemistet werden. Und ich habe es schon erlebt bei Kunden, dass die terabyteweise Daten in diesen Recycling-Bins drin hatten. Ja, die haben sich schon überlegt, wie sie mehr Disks zur Verfügung stellen, einfach weil sie gemerkt haben, sie haben zu wenig Platz. Und deswegen lege ich euch ans Herz, hier runter zu scrollen auf den Task-Scheduler. Und ich habe da so einen Job schon drin. Ja. Ich schmeiße meinen mal fort. Action, Delete. Dann seht ihr, wie man so ein Ding anlegt. Ja. Also ihr geht auf Create, Schedule Task, Recycle Bin. So einfach ist es. Nennt das, wie ihr wollt. Bring den Müll raus. Und natürlich auf Enable setzen, dann geht ihr auf Schedule und hier könnt ihr entsprechend das dann einrichten, wann das Ding laufen soll. Könnt ihr auch so lassen, 0 Uhr, ja, ist in Ordnung. Und jetzt unter Task Settings könnt ihr einstellen, soll alles rausgeschmissen werden, jeden Tag, oder wollt ihr den Inhalt von so einer Recycling Bin für, sagen wir mal, zwei Tage aufheben und dann wird es rausgeworfen. Das heißt, alles, was drin gelandet ist und was älter als zwei Tage drin ist, wird rausgeworfen. Perfekte Angelegenheit und kann man einfach so, ja, Umlaut magst du nicht, ja, mal abspeichern. Funktioniert so. Und jetzt kommt eine Aufforderung, die mich echt ärgert. Ja, die treibt mich auf die Palme. Do you want to enable Recycling Bin for all shared folders? Nee, ich habe es doch so konfiguriert, dass es eben nicht für alle eingeschaltet ist. Was soll diese Frage? Ja? Und dann ist jetzt noch als Default angehakt. Na, also wirklich, manchmal muss man sich schon angucken. Okay, aber wichtig ist, dass wir eben diesen Empty Recycle Bin-Prozess Task haben und der dafür sorgt, dass unser Mist aufgeräumt wird. So, eigentlich bin ich durch mit meinen 11 Einstellungen, aber ich habe noch eine Bonuseinstellung für euch, die ich auf jeden Fall umsetzen würde. Die befindet sich unter Hardware and Power und das ist der Schalter für Restart Automatically
when power supply issue is fixed. Was ist das? Das sorgt dafür, dass wenn irgendwann mal vielleicht der Strom ausgefallen ist, dass eure Synology dann automatisch wieder startet und hochfährt. Wenn eben das nicht eingeschaltet ist, bleibt die ausgeschaltet und man kann nicht mehr darauf zugreifen. Das ist besonders blöd, wenn man irgendwie in der Weltgeschichte unterwegs ist und sich darauf verlässt, dass man auf seine Synology zugreifen kann. Angenommen, es läuft ein Mail-Service drauf oder ihr braucht irgendwelche Dateien im trivialsten Fall und dann ist der Strom ausgefallen und das Ding ist nicht mehr angelaufen. Super ärgerlich und mit diesem kleinen Schalter einfach zu beheben. Ja, das bringt mich zum Ende dieses Videos. Ich hoffe, es hat euch etwas gebracht oder es hat wenigstens Spaß gemacht zuzuschauen. In beiden Fällen würde ich mich über euer Like riesig freuen. Noch mehr freuen würde ich mich natürlich, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, sofern noch nicht geschehen, und dann am besten auch gleich auf die Glocke klicken, denn dann verpasst ihr auch keins von meinen zukünftigen Videos. Für heute aber vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!